Die Jury zieht sich zur abschließenden Beratung zurück. Nur 14 Gründer kommen in die nächste Runde. Wer bekommt die Chance auf eine gemeinsame Firma mit Investor Carsten Maschmeyer und 1 Million Euro Startkapital? Wir sind jetzt natürlich alle gespannt auf die Entscheidung der Jury. Wer kommt weiter heute, wer kommt nicht weiter? Und wer muss seinen Traum vom 1-Million-Euro-Invest heute begraben? Der Wille ist schon da. Eigentlich will ich schon eigentlich rein. Aber die Entscheidung mach ich ja nicht. Nicht immer ist sofort klar, wer weiterkommt. Hier ist die große Frage bei dem, kann der gut verkaufen oder kann der nur sich gut verkaufen? Ich glaube, der redet viel, der kann jeden von allem überzeugen, aber ob der auch machen kann? Es kann sein, dass er völlig übertrieben hat, das werden wir merken. Wenn es um die einzelnen Aufgaben geht, geben wir ihm eine Chance. Der wird uns die Gruppe ganz schön durcheinander bringen, ja. Endlich, die Entscheidung ist gefallen. Wer geht mit Carsten Maschmeyer in den nächsten Wochen auf Gründungsreise? Sie haben uns begeistert durch die Fülle Ihrer Lösungen und durch Sie als engagierte Gründerpersönlichkeiten. Diejenigen, deren Weg wir in den nächsten Wochen begleiten, werden jetzt verkündet von Carsten Maschmeyer. Ich sage ja immer Person vor Produkt. Im Idealfall natürlich beides. Daniel Thermann mit der Schaukelvorrichtung für Betten. Weiter geht es mit Anja Jäger, der Windschutz für die Sonnenliege als Dreiecktuch. Kommen wir jetzt zu einem wahren Energiebündel. Kim Eisenmann mit dem Flip-Pen. Ich glaube, ganz wichtig, was Gründen ist ja, dass man nie an sich zweifelt, immer wieder aufsteht und gegebenenfalls, wenn man zweifelt, einfach versucht, besser zu werden und daraus zu lernen. Ja, ist ein anstrengender Tag. Also brauchen wir ein Erfrischungsgetränk aus Kakao, Kerstin Weisel. Marco Kläuber, Türklinkensperre, Sie sind ein klasse Typ. Emre Yildiz, Becher to go. Nexmedin Sadikai, Hemdhalter in der Hose, weil er so mutig und begeistert ist. Unbeschreiblich, also das ist wirklich eine einmalige Chance, die man im Leben hat. Einfach wundervoll. Dann haben wir eine sehr gute Lösung gesehen für ein Problem, das es in vielen Familien gibt. Die smarte Schultasche von Daniela Zarek. Ausgezeichnet, super Ton. Ja, das waren meine Träume. Daniela Domröse mit den interessanten Socken. Jan Kohlhoff, Diamanteiswürfel. Ich flippe aus. Das ist der absolute Hammer. Super, geil. Wir kommen zu einem ganz spannenden Projekt. Frische Überprüfung im Deckelverschluss von Sevil von Kutschkowski. Den Geruch kennt jeder, aber keiner will ihn. Stefan Chang mit dem Gerät. Bei der nächsten Entscheidung hatten wir die Alternative zwischen zwei Personen. Entweder Linda Wonneberger mit dem bequemen BH oder Jennifer Schwade mit dem Strumpfbody für den Winkearm. Die Wahl fiel auf
Jennifer Schwade. Und Linda Wonneberger. Yes! Der Linda Brass weiter. Jetzt geht's erstmal richtig los. Ich glaube, jetzt werden wir richtig auf Herz und Niere getestet. Nicht nur Pitch, Ausstrahlung und Co., sondern jetzt wird alles getestet. Und ich freue mich drauf und Challenge accepted.